Herzlich willkommen, ihr seht Smiley Games mit Moli und Dona und wir spielen heute wieder Don't Starve, das Wochenenderlebnis pur. Und heute kommt, wie versprochen, der Charakter Lone Star. Ja, das ist jetzt der zweite Charakter, den wir spielen, beziehungsweise ich. Also, wie gesagt, ich habe bis jetzt noch nicht wirklich viel Awesomenauts gespielt, also musste ich mich auch erstmal mit den Skills hier vertraut machen. Also er kann anscheinend Dynamit werfen. Dann ein Hyperbullen beschwören und hat einfach einen normalen Angriff und kann springen hier, glaube ich. Ja, schießen, springen, Bullen reiten, alles was so ein Cowboy macht. Und wir haben auch schon ein paar Skills ausgewählt, das sind meistens die, die ich irgendwann mal gewählt habe. Sonst kannst du natürlich auch einmal gucken, ob für dich noch was anderes dabei ist, was dir gefällt. Das ist Dynamit, Explosionssize, Blind Duration, Damage over Time. Ist natürlich auch nice, wurde auch gerade mal freigeschaltet. Bounces. Ja, Bouncen ist schon nicht schlecht. Ne? Es sei denn, du kannst gut zielen. Eigentlich kannst du ja immer ganz gut zielen. Ich kann bestimmt gut zielen, also nehme ich das einfach mal. Cooldowns Reduction, das finde ich immer gut. Slowing Power. Knockback plus 1 und mehr Lebenspunkte. Explode. Ich bin überlegen, ob ich hier diesen plus 1 Knockback oder mehr Damage. Ja, ist so die Frage. Also wenn du Türme willst. Oder für Türme weghauen, ist das ja auch cool, wenn man viele Lebenspunkte hat, ne? Vermute ich jetzt mal. Naja, der läuft dann einfach nur rein in den Turm, ne? Okay. Ja, ich lasse das jetzt einfach so und starte einfach mal. Ja, das kriegen wir schon auch so hin. Ja. Ist eigentlich jetzt schon klar, welche Karte wir spielen oder wird das wieder per random? Das ist immer random. Jedes Mal nach dem Laden kommt eine andere Karte oder dieselbe Karte. Und das ist jetzt Error 404 oder wie die Karte heißt. Das ist ja ein schlechter Name. Ja, oder irgendwie so heißt die, genauso wie halt die Fehlermeldung. Ja, Station 404, ja. Oh, der ist ja viel schneller als ich. Also erstmal wieder Geld, Lebenspunkte oder... Nein, nicht erstmal was freischalten. Erstmal hol dir mal das Dynamit, denn in der Mitte, das ist eine besondere Karte. Normalerweise haben wir immer zwei Lanes. Bei dieser Karte gibt es aber nur eine Lane. Der legt sie einfach nur hin, was ist das denn? Hast du das gesehen oder muss man die gedrückt halten? Probier doch mal aus, mal schauen. Ach, gedrückt halt. Ja, genau, dann siehst du auch die Flugbahn, die da nach vorne kommt. Ah, das ist ja. Dann kannst du eigentlich schon ziemlich genau zielen. Oh, da ist ja noch. Oh, das ist ja gemein hier. Ja, genau, und dann noch das Antigravitationsfeld. Wie kommt man denn hier hoch? Einfach hochspringen. Wie gesagt, diese Karte hat nur eine Lane im Endeffekt. Und oben ist dieser Bereich, wo die Friendly Creeps dann spawnen. Ah, okay, gut zu wissen. Da kriegst du unfassbar viel Leben, wenn da gerade keiner vor dir war. Und wir spielen hier gegen Nordkorea. Der Cowboy gegen hier Nordkorea. Viecher dazu. Ich heile mich mal immer ein bisschen zwischendurch gerne. Ja. Weil irgendwie gab es noch nicht so wirklich hier Creep Waves. Weil man muss ja irgendwie Geld sammeln. Die waren schon sehr, sehr schnell weg, aber das sieht gut aus für uns hier. Schade. Ja, Achtung, da kommt noch hier der Cosmic Biscuit. Das ist ja wieder herrlich in Nahe hier. Oh! Sehr nice! Ja, Volltreffer! Ich hab doch gesagt, ich kann. Und nochmal, wirf nochmal! Oh ja! Vielleicht kriegst du ihn, nein. Ich hab aber einen Minion getroffen. Ja, sehr gut. Und jetzt. Oh. Der hat aber viel zu viele Leben, der Typ. Viel zu viele Leben. Ja, ist echt tanky. Und pass auf, da kommt schon wieder einer mit diesem Gift. Das hat letztes Mal schon echt viel geschadet. Oh, hier erstmal wieder ein paar Leute dazu holen. Wenn du nach links gehst, gibt's da auch noch Leben. Ja, ich gehe einfach mal zurück und schalte noch meinen Skill frei. Damit sollte ich ein bisschen Vorteil noch im Kampf haben, wahrscheinlich. Ja. Das ist jetzt der Hyperbull. Warum kommt er nicht hoch oder hat er einen Doppeljump? Sehr gut. Doppeljump, okay. Genau, und wenn du die Schuhe kaufst, hat er, glaube ich, sogar noch einen dritten. Oder so. Was? Dritte? Ja, das ist schon ziemlich cool. Hyperbull. Oh, nice. Ja, Mann, der Bulle. Nur mit dem Dynamit muss man hier ein bisschen aufpassen. Das geht hier nicht so wirklich. Komm hier, Hyperbulle, tank für mich alles weg und... Oh, er geht nur ab. Und du gehst auch gleich ab. Und zwar ab in die Base. Was ist das denn? Wirf ihn. Oh, jeden gegnerischen Schlag eingesammelt. Weil ich es kann. Und hier wieder ein paar fliegende Viecher. Und es geht nach oben. Oben gibt es ganz viele Creeps. Okay. Genau. Kannst auch mit dem Doppelsprung in einem Stück da hochgehen. Das ist hier schon ziemlich cool. Und da war gerade einer vor uns anscheinend. Den oben kriegen wir aber noch. Ja, immerhin. Oh, guck mal da, Flashlights von oben. Schauen wir mal. Oh! Damit hat er nicht gerechnet.
Habe ich getroffen? Ich glaube schon. Ich kriege hier nicht so viel mit. Oh ja, den Turm getroffen. Ja. Aber. Das ist ein wahres Hin und Her hier gerade. Oh, da war diesmal keiner. Oh, hier wieder ein paar Lebenspunkte, sehr schön. Jetzt wieder voll, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's los. Und da ärgert sich gerade Froggy G. Das oh ja, Froggy G, der hat's drauf. Das ist voll. Das ist so ein guter Frosch, ja. Er braucht Hilfe. Oben braucht er Hilfe. Okay. Ja. Vielleicht kriegst du ihn noch. Ja. Oh, schade. Da hast du mal ausnahmsweise nicht ins Schwarze getroffen. Ja, und da wirft man jetzt was drauf. Das könnte was werden. Oh, das war... Und jetzt wirft die... Das sind nämlich die... Ja! Das sehr gut! Alles gezielt, alles geplant. Ich wusste, dass er da landen wird. Und nochmal auf die Illusion. Ja? Hast du den nicht gerade getötet? Nee. Das war ja der Insektentyp. Insektenman. Oh. Ja, ich würde mal sagen, hier wieder... Ja, gib nochmal Creeps nach vorne und dann kaufen wir was. Oder Martin macht das. Ja, ich würde mal sagen, die Schuhe. Ja. Oder Dynamit mehr Schaden. Noch ein Dynamit drauf. Ein Dynamit? Können wir uns noch was mehr leisten? Nee, geht nicht. Ja, aber sonst... Wir sind echt langsam. Vielleicht sollten wir doch die Schuhe nehmen. Aber ohne Schaden können wir auch nichts machen. Das ist immer so Zickenmühle. Wir können ja das nächste Mal die Schuhe kaufen und dann irgendwie unseren Bullen ein bisschen füttern. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Geld gesammelt. Oh, hier schon wieder. Oh, nein, das gibt's doch nicht. Und der Bulle. Ja, das wird auch noch cool, wenn er am Ende Schaden macht, wenn er explodiert. Oh. Da machen wir richtig Damage. Und ich rede gerade von Damage, was macht ihr jetzt hier? Immer rauf da. Alles, was geht. Boah. Zack, Schaden, ne?